Hallo zu einer Folge Atlas. Ja, ist lange her, aber der Schröder ist auch dabei. Ja, hallo. Ja, sag mal, sagst du mal was oder wie oder wer oder was? Was willst du hören von mir? Wir haben gerade eben einen Stream beendet, wir haben ja letzte Woche irgendwann schon die Umfrage gestartet nach, wer hätte denn mal wieder Bock, ein bisschen Atlas zu gucken. Und da haben wir erstaunlich viel Resonanz drauf erhalten. Oh ja. Ganz viele dafür gewotet, dass wir mal wieder Atlas zocken. Und haben dann uns gedacht, okay, komm, dann hauen wir mal einen Stream raus. Und haben erstaunlich viel Resonanz auf den Stream bekommen. Wir waren auf beiden Plattformen zeitweise mit über 10 Leuten, also im zweistelligen Bereich unterwegs, was für unsere Verhältnisse der letzten Wochen, gerade auf Twitch, eine absolute Riesenleistung ist. Und ja, wir haben heute vor, in der Folge so ein bisschen nach Metall und sonstiges suchen zu gehen. Aber zeitgleich nutzen wir diese Low-Phase in-game. Kommst du mit? Wollen wir? Ja. Um mit euch mal so über unsere Problematik mit Atlas zu reden. Weil das hat ja nicht ganz umsonst einen Grund gehabt, warum wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ne, Schröder? Yes. Ich will nicht immer so viel reden, deswegen versuche ich dich jetzt mal in das Gespräch einzubinden. Weil die Leute sonst immer sagen, der Latro, der quatscht immer so viel. Ja, ich weiß auch, du machst das immer so schön. Ja, erzähl jetzt. Da kann man dich aber auch nicht unterbrechen, weil du bist dann immer so voll. Ja, genau, deswegen habe ich jetzt extra mal gesagt, okay, jetzt hältst du mal die Schnauze und versuchst mal den Schröder mit in das Gespräch zu bringen. So, Schrödi. Also, erzähl mal unsere Problematik mit Atlas, die wir hatten. Ich sogar noch so einen schönen Einstieg in die ganze Thematik, da muss ich gar nicht lange überlegen. Das Problem bei Atlas war damals ja für uns, und das haben wir auch mitbekommen für euch auch so ein bisschen, dass es halt echt schwierig wurde und einseitig, da irgendwas großartig zu machen. Wir haben halt die Guides gemacht, die ja echt viel Zuspruch bekommen hatten, und auch das Gameplay, was am Anfang tierisch gerne geschaut wurde, und wir haben halt damals gemerkt, dass es immer weniger wurde, und wir haben auch die Lust verloren, jedes Mal 3 Stunden Zeit zu opfern für, ich sag jetzt mal blöd gesagt, paar Klicks. Und haben uns dann irgendwann dazu entschieden, wir machen was anderes, wir machen ein anderes Spiel, wo wir vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Spaß dran haben, und haben ja damals dann Apex gefunden und hatten auch wahnsinnig viel Spaß. Jetzt ist es aber so, wir hatten jetzt mal so ein bisschen überlegt, weil Apex wurde jetzt langsam auch wieder ein bisschen schwieriger, und wir haben jetzt ja auch Dauntless viel gespielt, mal zu gucken, ob man vielleicht jetzt gerade vor einem Sommer noch wieder irgendwas finden kann, was man spielen könnte, was den Leuten gefällt. Und da haben wir ja die Umfrage gemacht, ob ihr Atlas oder Ark sehen wollt. Und da kam ziemlich stark durch, dass Atlas gerne mal wieder gesehen werden würde bei uns. Und dann haben wir Atlas gestreamt. Und das hat echt Spaß gemacht. Und jetzt stehen wir halt hier und überlegen, wie stellen wir das am besten an? Wie könnten wir wieder ein Videoformat auf den Kanal bringen, wo Atlas gezeigt wird und wo wir nicht so schnell wieder die Lust daran verlieren und euch auch möglichst dazu animieren können, zuzuschauen oder vielleicht sogar hier bei uns mitzumachen. Und da brauchen wir auch ein bisschen vielleicht Hilfe von euch. Genau, weil das Problem ist, ihr wisst, also wer jetzt schon länger bei uns zugeguckt hat und wer vielleicht sogar durch Atlas zu uns gekommen ist, der weiß ja, dass wir damals sehr viel Zeit in Atlas gesteckt haben. Also wir haben sehr viel Ingame-Zeit in Atlas gesteckt. Mit Vorbereitungen für Guides und sonstiges. Wir haben aber auch sehr viel außerhalb des Spiels Zeit investiert in Vorbereitungen auf Guides, aber eben auch in Videobearbeitung. Wir haben also sehr viel Videoschnitt gemacht und haben teilweise Aufnahmen von 3-4 Stunden oder so gemacht, um dann ein 12-Minuten-Video daraus zu schneiden. Was machen wir nochmal? Metall suchen. Aber hier ist doch Silber drin, warum warst du vorbei? Hey, ja, weil da Silber drin ist. Ich suche aber die Reihen vorkommen. Das wird schwierig. Ja, genau. Das würde mich ja mal interessieren, ob wir eins haben. Oder ob wir. Hinter dir ist ein Cobra. Yay.
Auf jeden Fall. So, haben wir ja sehr viel Zeit da reingesteckt. Und jetzt wäre tatsächlich das Ding, was wir gesagt haben, dass wir wahrscheinlich, und jetzt werden einige Dauntless-Fans buh schreien, Atlas dann an die Stelle von Dauntless packen würden, also dreimal die Woche. Dreimal die Woche ein Cutted-Game-Video, was im Cut vielleicht jeden Abend 2 Stunden oder so dauert, plus das, was wir nebenbei noch machen, funktioniert aber nicht. Alternativ wäre, dass wir das so im Stil machen wie jedes andere, also Start-Stop-Aufnahmen, so wie heute. Ja. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, wenn wir es schaffen würden, immer wieder ein interessantes Thema auch auf die Beine zu stellen. Weil ich glaube ja immer noch, dass es sehr viele Menschen gibt, die Interesse an unserer Meinung haben. Und ich glaube, dass wenn wir eine halbe Stunde über irgendein Thema quatschen würden und nebenbei natürlich Atlas zocken würden und uns da vielleicht auch so ein bisschen... Ja, dann gibt es immer mal Folgen, wo vielleicht ein bisschen mehr Action ist, aber dann gibt es immer auch die ruhigeren Folgen, so wie heute, wo man einfach ein Thema braucht. Aber die Frage ist, ist das nicht ein bisschen langweilig? Und da seid ihr jetzt gefragt. Und da brauchen wir jetzt wirklich mal, also wir haben das ja schon öfter probiert, ne? So mit, lasst mal eure Meinung da, und wir wissen, es gibt sehr viele Menschen bei uns auf dem Kanal, die sich gerne unsere Videos angucken, aber die gerne auch zu allem ihren Mund halten. Jetzt ist der falsche Zeitpunkt, um den Mund zu halten. Jetzt ist der absolut falsche Zeitpunkt, um den Mund zu halten. Jetzt müsst ihr mal den Mund aufmachen. Wenn ihr noch nie einen Kommentar hier geschrieben habt, jetzt ist genau der Zeitpunkt, um mal zu schreiben, was ihr denn so denkt. Ja? Okay? So. Ja, im Endeffekt machen wir das ja. Klar, es ist unser Hobby, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn die Leute, die sich das hier angucken, die Sachen, die wir machen, gut finden. Und wenn die Leute, die das vielleicht nicht gut finden, nichts sagen, oder die Leute, die das gut finden, auch nichts sagen. Oh, fuck, das ist eine Katze. Eine Katze? Ja, eine Weise. Wie nennt man die Viecher? Der zu sterben. Ja, der kann springen. Ich bin weg. Er holt mich. Er holt mich. Da habe ich keinen Bock drauf. Kommt ja da angesprintet. Ja, können wir halt nicht. Also können wir das halt nicht so gut einschätzen, ob das, was wir jetzt machen, okay ist oder nicht. Ja, für euch. Weil im Endeffekt, wir wollen ja auch nicht nur euch begeistern, sondern auch Leute, die vielleicht uns zum ersten Mal sehen. Ja, die sollen ja auch sagen: Wow, die sind cool, die gucke ich mir mal öfter an. Und das ist ja auch irgendwo das Ziel der ganzen Geschichte von uns. Ne? Wir wollen ja auch nicht nur euch, ich sag mal, bespaßen, sondern auch wirklich neue Leute finden, die der Community mit beitreten, damit das Ganze ja noch ein runderes Ding wird. Das ist ja das Ziel der ganzen Geschichte. Das hat zwar jetzt nicht erklärt, warum die Leute sich melden sollen und kommentieren sollen, weil du hast jetzt gerade einfach nur gesagt, dass du neue Leute auch erreichen willst, aber ja. Nein, das hab ich am Anfang gleich gesagt. Dass wir dann viel besser einschätzen können, was den Leuten gefällt. Und danach kam dann das, dass wir auch neue Leute begeistern möchten. Naja, das Ding ist so, wir wissen, dass dieses Video wahrscheinlich wieder relativ gut ankommen wird. Weil viele Leute sagen werden, oh, da ist ja wieder ein Atlas-Video. Atlas ist aber eigentlich, muss man leider sagen, was Twitch und YouTube angeht, ein relativ totes Spiel. Das heißt also, wir werden damit nichts Neues, nicht große Wunder erwarten davon, dass wir das wieder anfangen. Das ist auch im Moment tatsächlich, glaube ich, gar nicht mal unbedingt unsere Hauptintention hinterm Video machen, sondern im Moment wollen wir Videos machen, die unsere momentane Community vielleicht ein wenig unterhält und sonstiges. Weil wir haben, glaube ich, im Moment nicht wirklich ein Format dabei, wo wir sagen, okay, das ist ein Format, wo wir erwarten, dass wir dadurch unglaublich viel Aufmerksamkeit und Reichweite generieren. Da ist Star Wars, das ist seit Jahren tot. Da ist Dauntless, das hatte einen kleinen Hype, aber wirklich mega krass war es auch nicht. Da ist Blazing Beaks absolutes Indie-Game, da ist The Cycle absolutes Indie-Game, weil es sogar noch Alpha. Und da ist Layers of Fear. Layers of Fear hat bei uns teilweise, weiß ich nicht, 4 bis 7 Aufrufe. Also ich glaube, da merkt man, dass wir das momentan nicht tun,
um möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren. Und deswegen wäre es einfach schade, wenn ihr nicht eure Meinung dazu sagt. Weil wir machen es im Moment. Also tatsächlich kann man, ne, wir sind ja doch, was unsere Dings angeht, sehr transparent mit euch. Ihr wisst ganz genau, dass wir Atlas so lange nur gemacht haben mit diesen Guides, weil wir damit Klicks gemacht haben und die wollten wir auch haben. Und wir sind da ja sehr, sehr transparent mit euch. Und ihr wisst auch, das haben wir auch gesagt, dass Atlas natürlich zum einen uns keinen Spaß mehr gemacht hat, zum anderen wir aber auch gemerkt haben, dass Atlas nicht mehr, dass der Kosten, wie nennt man das? Ich glaube, du willst einfach nur sagen, Kostenaufwandfaktor nicht mehr gerechtfertigt war für die Zeit, die wir da verbraucht haben. So. Und... Hä? Hä? Was ist das? Was denn? Eine Spinne! Eine Riesenspinne! Wo denn? Zwei! Wo? Bei mir! Ja, toll, bei Schredi immer mit seinem da drüben, bei mir. Das sind die besten Informationen. Habt ihr auch so Leute bei euch, wenn ihr irgendwas spielt, die irgendwo am Arsch der Welt sind und dann sagen, ja, da drüben. Ganz fürchterliche Menschen so. Also wie gesagt, wir machen das, also wenn wir Atlas spielen, dann spielen wir das nicht, weil wir jetzt erwarten, dass Atlas uns wieder back to Business auf YouTube bringt. Das wird's nicht, das tut's nicht. Das tun wir für euch. So, ganz im Ernst mal so. Und dann würden wir doch schon ganz gerne wissen, wie soll's aussehen, ne? Weil die Alternative zu einem... Also, im Endeffekt haben wir euch noch keine Alternativen aufgeboten. Es muss, wenn überhaupt, muss es ein uncutted Gameplay werden. Also so, wie wir es jetzt machen. Alternativ kann es aber auch ein reines Streaming-Projekt sein. Aber dann müsst ihr halt sagen, seid ihr dabei? So, ne? Kommt ihr regelmäßig zu Streams und setzt dann auch mit uns da mal... Ach, wo hier? Hier. Da. Du siehst okay. Mich doch. Ja, jetzt sehe ich dich. Komm mit. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Weil auch das ist ja, ne, so, wenn ihr euch, ihr könnt ja den letzten Stream mal gucken. Atlas ist ein super Spiel zum Stream, weil wir einfach auch mal wieder auf die Community eingehen können und können einfach mal irgendwie erzählen so und mit dem ein bisschen quatschen. Wir haben von unseren ersten Dates erzählt im letzten Stream und was weiß ich nicht was. Was ich, glaube ich, auch eine ganz interessante Sache finde. Aber das Machst sie alle. Easy, Junge. Bam. Ja, die können nichts. Aber das müsst ihr uns halt sagen. Ne? Wie wollt ihr es haben? Wir lassen uns da voll auf euch ein diesmal. Wenn ihr sagt, ey, wenn wir jetzt ein paar Wochen den Sonntagsstream als Atlas-Stream machen, cool, wenn wir zwischendurch Bock haben, vielleicht was zu streamen, wenn wir Zeit haben, abends Bock haben, dann machen wir den Stream einfach an. Und ja, ihr seid dabei. Dann können wir das so machen. Wir können aber auch sagen, okay, dreimal die Woche Gameplay uncutted, wir quatschen über Gott und die Welt, wenn nicht gerade viel los ist. Und ihr könnt ja auch mal Sachen in die Kommentare schreiben, die euch interessieren. Ne? Ihr könnt ja zum Beispiel auch mal, weiß ich nicht, fragen, Schreder. Ich meine, wir beide reden ja auch, wenn wir merken, oder wenn ihr vermehrt sagt, das ist Kacke, was wir ja gerade machen, oder gefällt euch nicht. Oder das findet ihr besonders gut, dann gucken wir natürlich auch, wie können wir das drehen, dass wir da irgendwie, ja, dass wir halt sagen können, okay, jetzt passt es wieder für alle. Ja. Wenn ein Spiel scheiße ist, dann sagt uns das, dann, keine Ahnung, rotzen wir das einmal in den Stream durch, dass wir das weg haben und dann suchen wir was Neues. Geht ja alles, ne? Genau. Gibt ja viele Möglichkeiten. Ja, schön wäre halt nur, das wäre halt toll, wenn man nicht immer nur die gleichen 3-4 Namen liest. Ich kann es verstehen, ich bin auch, wenn ich selber Videos gucke, kein großer Kommentator irgendwie. Also ich bin niemand, der unter jedes Video einen Kommentar haut. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Aber wie gesagt, hier ist jetzt gerade einfach für uns eine wichtige Situation. Und da fände ich es halt schön, wenn ihr einfach mal unten schreibt. Ihr braucht auch gar nicht viel schreiben. Ey, uns reicht das voll und ganz, wenn wir so eine grobe Übersicht haben. Wenn ihr wirklich gar keinen Bock habt zu schreiben... So gar nicht, so überhaupt nicht, weil euch vielleicht, keine Ahnung, weil ihr an den Fingerkuppen, an 9 von 10 Fingerkuppen vielleicht Brandblasen habt, weil ihr ein heißes Blech angefasst habt, dann schreibt mit der einen Fingerkuppe Stream
wenn ihr Bock auf Streams habt, oder Video, wenn ihr Bock auf Videos habt. Das reicht uns voll und ganz, mehr brauchen wir nicht. Wir sind da echt super pflegeleicht? Ja. Das Wort wollte ich mir nicht über die Lippen kommen, weil eigentlich passt das so gar nicht zu mir. Weigert sich der Körper. Ja, genau, der komplette Körper hat gesagt, nein, sag es nicht, lass es. Ja, und dann, wie gesagt, wenn ihr sagt, okay, macht Videos und quatscht über Gott und die Welt, dann, es gibt bestimmt Sachen, die euch interessieren. Und es gibt bestimmt Sachen, die, wo euch interessiert, wie wir darüber denken oder so. Könnt ihr auch immer wieder in die Kommentare schreiben. Ich bin immer glücklich, wenn es ein Thema gibt, über das man so ein bisschen quatschen kann. Wir haben zum Beispiel mal in einem Stream, in einem Dauntless-Stream war das, ne, in einem Satisfactory-Stream war das, ne, wo wir, oder wo ich fast schon einen Monolog über Tinder und so gehalten habe. Und gemutet war dabei. Hinter dir ist eine fette Kobra. Ja, 20. Aber ich habe halt nichts zum Wehren gerade. Warum nicht? Nur noch einen Schuss. Oh nein, ich muss nachladen. Level Up ist da. Jupp. Au. Ich hau die jetzt mit der Sicher weg. Hä? Wo ist die denn jetzt? So, jetzt habe ich Blackberries aufgenommen. Wollte ich gar nicht. Oh. Ich hab sie, Junge. Ich hab sie. Easy. Also, nochmal kurz zum Thema zurück. So, das Atlas, weil das auch ganz, ganz viele im Stream geschrieben haben. Oder gefragt haben. Nein, Atlas wird in keinster Weise wieder unser absolutes Main-Project. Wir werden nicht es schaffen, wir werden auf gar keinen Fall wieder einen eigenen Community-Server aufmachen. Weil das ist, muss man tatsächlich einfach leider sagen, komplett nach hinten losgegangen beim letzten Mal. Da hatten wir wie viele Spots verteilt? 10 und hatten dann auch nochmal aufgestockt, glaube ich, ne? Na, auf und 20. Am Ende des Tages hatten wir, keine Ahnung, ich glaube 4, 5, wenn es hochkommt, 5, die regelmäßig da vernünftig gespielt haben. Also auf gar keinen Fall werden wir dann nochmal einen Community-Server aufmachen. Ne, das war Kosten-Nutzen-Faktor gleich 0,7, würde ich sagen. Es war nicht so cool. Also wir hatten super geile Abende mit den Leuten, die da regelmäßig gespielt haben. Also jetzt nicht falsch verstehen bitte, ja, also war wirklich lustig. Aber dann hätte ich auch einen Server für 5 Leute aufmachen können. Und nee, das machen wir auf gar keinen Fall nochmal. Dass man vielleicht eine Crew aufmachen kann oder so eine Dings hier und die dann alle da einladen kann, okay. Aber in keinster Weise werden wir hier irgendwelche Events planen oder so. Atlas ist und bleibt einfach jetzt nur ein Side-Project. So, wir nehmen das ein bisschen auf, vielleicht streamen wir das mal, vielleicht zocken wir auch mal so, wenn wir einfach zwischendurch was nichts zu tun haben oder so, ne? Aber dass wir da jetzt mega viel Zeug reinpowern, nein. Also da kann ich euch auf jeden Fall aber schon mal sagen, da haben wir gerade, ohne jetzt irgendwie auch nur im geringsten was spoilern zu wollen, da haben wir gerade ein Projekt, wo wir im Hintergrund dran arbeiten, dass so viel Ressourcen... Das Projekt. Das Projekt. Ich spreche zu viel drüber. Das ist geheim. Nein, nein, genau, das sag ich ja. Ich wollte auch nur sagen, dass unsere Freizeitressourcen bis aufs Minimalste runtersaugt. Ja. Also, wir hätten gar nicht die Zeit, ne, uns da jetzt stundenlang hinzusetzen und Events für Atlas zu planen oder sonstiges. Wenn ihr das gerne möchtet, schreibt es in die Kommentare, dann kann man sich da, kann man so eine Crew aufmachen. Und wenn ihr Bock drauf habt, da irgendwie zu sagen, ey Leute, lasst uns doch mal mit 3, 4, 5 Galeonen oder was auch immer durch die Weltmeere ziehen und lasst uns Tortuga suchen oder was weiß ich, keine Ahnung. Wir haben Discord, den kennen die meisten von euch. Da gibt es einen Atlas-Channel, da kann man alles drin organisieren. Und das können wir euch gerne zur Verfügung stellen. Und ey,
liebend gerne wäre ich auch dabei. Also wenn ihr irgendwie sowas habt und sowas plant, ich glaube, wenn wir da Zeit haben, werden wir die Letzten, die sagen, ja, ja, fahrt ihr mal Tortuga suchen, wir farmen hier ein bisschen Steine. Gar keinen Fall. Ne? Also da wären wir auf jeden Fall dabei. Wir haben nur nicht die Möglichkeit, das großartig zu planen oder sonstiges. Aber das wäre auf jeden Fall eine coole Aktion, wenn ihr sagt, habe ich Bock drauf, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Und wenn dann irgendjemand sagt, ey, lass mal was organisieren und ihr das organisiert kriegt, cool, sind wir auf jeden Fall dabei, definitiv. Ja, haben wir sonst noch was? Hat jetzt nicht so richtig geklappt hier alles, was wir wollten eigentlich, ne? Also ich habe nicht ein wirkliches Metallvorkommen gefunden hier. Nee, ich auch nicht. Das ist ein bisschen... Aber ich habe 188 Silber aus Stein bekommen. Ja, da müssen wir es tatsächlich so machen. Aber du weißt, wie viel Stein, wie viel Silber wir hinterher brauchen, ne? Also das ja, wird halt das kompliziert bisschen... ohne echte Eisenvorkommen. Ohne echte Metallvorkommen. Aber ich finde, die haben das ja schon ganz gut gemacht, tatsächlich mittlerweile hier mit den Anpassungen, wie viel man bekommt. Vorhin gesehen habt, wir hatten vor unserer Tür ein Glasvorkommen, also Kalzizit, wie das heißt, Kalzizit. Ist das Glas? Da haben wir rausgelassen, das ist Kristall. Ja, ich habe da eins mitgenommen, ich habe eins abgebaut. Ja, ich auch. Ja, ich wurde gleich reingeschmissen. Nice. Weil die sind halt schon geil, da können wir dann wieder schön Laternen machen. Ja, Laternen, vor allem diese Gießkanne da, die fand ich auch immer ganz gut. Also diesen Keramikbehälter für Wasser. Ja, das stimmt, der war auch praktisch. Ja, wir haben so viel, ich habe da 500 noch was reingepackt. Ja, ich habe auch noch das fast 400. Reicht erstmal für die nächsten Jahre. Ja. Ich glaube auch. Naja, auf jeden Fall, unser Ziel ist eigentlich, wir wollten jetzt Eisen besorgen, wollten uns die Eisenrüssi machen. Dann gucken, ob wir auf Schusswaffen gehen, aber theoretisch brauchen wir das nicht. Was wir noch machen müssten, wäre vielleicht Bären tamen. Bären tamen ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste mit, weil die sind einfach zu starke Viecher. Ja. Also wir bräuchten einen Stall dafür. Bären halt wären nice, genau, einen Stall dafür. Und dann würden wir tatsächlich auch schon gucken, dass wir in Richtung größeres Schiff gehen und uns dann ein bisschen auf die Reise machen, oder? Weil es gibt ja mittlerweile diese wunderschöne Questübersicht, die finde ich total super. Und dann, wo sind wir hier eigentlich, Junge? Keine Ahnung, ich laufe die ganze Zeit der Küste entlang. Wir hoffen, wir kommen mal irgendwann an. Du läufst der Küste entlang? Ja, wo sind wir denn? Genau, und dann gibt es ja diese wunderschöne Questübersicht und dann würden wir tatsächlich, glaube ich, ganz gerne mal so ein bisschen die Quests abarbeiten. Ne? So alles Zeug, was wir ja nie gemacht haben auf unserem Private Server, auf unserem Community Server, weil ging nicht. Gab's ja leider nicht. Wir konnten keine Powerstones farmen, suchen, wie auch immer. Das fehlt uns ja komplett. Also von daher gibt es ja auch tatsächlich noch ziemlich viel Neues für uns hier in Atlas. Was ich immer noch ziemlich schade finde, ist, dass die Performance halt immer noch ein richtiger Dreck ist. Also mit meinem System hier gerade 42 FPS ist einfach eine Unverschämtheit. Aber was besser geworden ist, ist die Server-Performance. Das stimmt. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass einfach noch so viele Leute wieder gegangen sind. Genau, richtig. Ich glaube, das liegt daran, dass die sehr viel hochgefahren haben und dann jetzt gut angepasst haben auf die Leute, die wieder gegangen sind. Aber gut, das war natürlich auch ein Arc-Problem. Ne? Arc hatte immer das gleiche Problem und ich habe wirklich die Einstellung sehr niedrig. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich hier auf Ultra spiele oder so. Also, da muss ich sagen, hätten sie in dem fast halben Jahr, dass wir jetzt Pause gemacht haben, hätten sie da ein bisschen nacharbeiten können. Ja, und ansonsten fühlt sich der Start, aber das ist auch bei Ark immer so gewesen und das ist auch okay, der Start fühlt sich halt ziemlich alt an. Ich sehe gerade, es könnte sein, dass die ganze komplette Aufnahme laggy ist, ne? Ne, wieso? Weil das sieht so laggy aus im Aufnahmenbildschirm. Ja, es muss nichts heißen. Ja, ich weiß. So, da ist die MS Respawn und die MS Respawn heißt, dass hier irgendwo unser Häuschen stehen sollte. Ja. So sollte das sein. Das stand zumindest, das Schiff stand zuletzt in der Nähe von unserem Haus. Ich war ja noch gar nicht in der MS Respawn. Oder an der MS Respawn. Ich war ein gutes Stück davon weg. Das heißt, da oben sollte. Da ist es doch. Da ist ein Schweinchen. Ist noch ein Schweinchen.
Ja gut, okay, dann würde ich sagen, wir haben, glaube ich, alles Wichtige besprochen. Leider nicht wirklich erfolgreich unsere Tour über die Insel, obwohl wir haben sie ausgekundschaftet und wir mussten leider feststellen, es gibt kein reines Dingsvorkommen hier. Ein bisschen ärgerlich ist. Also. Aber was soll man tun, ne? Machst du halt nix. Was nehme ich mit? Das nehme ich mit. Was ist das denn hier? Craftable Custom Flag. Alles klar, die ist auch noch. Cliff auch noch nicht. Wo ist denn diese blöde... Ich finde die nicht mehr. Ship Addons, was war das denn? Cargo Rack? Was ist das denn? Camp Craft ist nicht... Wofür ist das? Cargo Rack? Ja. Was ist das denn? Ja, das unter Ship Addons, ja. Nun gut, ich würde sagen, lasst uns das hier beenden. Ihr habt einiges, worüber ihr nachdenken könnt und einiges, worüber ihr hier mal schreiben könnt. Ne? Ah, da ist der Craftable Player Shop. Der ist auch gut. Das gibt's jetzt wohl auch schon? Ja, kannst Sachen verkaufen. Das ist cool. Ich finde nur nicht, wo diese... Ich weiß, ich hatte die vorhin irgendwo gesehen. Aber ich finde die nicht mehr, diese Kanne, die man da machen konnte. Ach, hier ist sie. Na gut, man kann ganz gut machen. Ach, wir hätten nur 2 Crystals gebraucht, Alter. Pro Kanne. Ja, jetzt haben wir halt ein paar mehr. Ein paar. Okay. Ihr kennt das, ne? Daumen nach oben abonnieren, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Ich wollte... Es gibt eine neue Statistik in den Analytics, die einem sagt... wie viel Prozent der Abonnenten auch die Glocke angemacht haben. Da habe ich die Zahl gesehen und habe gedacht, Leute, da muss ich mit euch meckern, geht gar nicht. Irgendwie 14% unserer Abonnenten haben nur die Glocke an. Und dann habe ich gesehen, dass der Durchschnitt auf YouTube irgendwo zwischen 10-20% liegt. Das heißt, wir sind voll im Durchschnitt, alles cool. Es würde uns natürlich freuen, wenn wir mehr als 14% Menschen mit der Glocke an hätten. Aber... wir kommen damit klar. Wir sind im Soll, was die Glocke angeht. Wir sind im Soll. Und die Glocke, die muss man manuell anmachen, oder? Die muss man manuell anmachen. Da muss man, wenn man abonniert hat, muss man dann noch die Glocke anmachen. Das kann man nicht einfach so. Das geht nicht automatisch. Dann kriegst du eine Benachrichtigung, wenn wir was machen. Super coole Benachrichtigung von jedem Video, das hochgeladen wird. Von Streams, wenn wir live gehen. So, dass man abends auf der Couch liegt, nicht weiß, was man tut und dann kommt auf einmal eine Nachricht auf dem Handy. Respawn ist jetzt live mit Atlas. Ihr sollt alle vorbeikommen. Und dann kann man sich sagen, ach ja, dann kann ich eigentlich auch Respawn im Stream mir angucken. Sowas kriegt man, wenn man die Glocke anmacht. Voll cool. Ist schon cool, oder? Mega coole Erfindung auf jeden Fall. Also ich habe bei uns die Glocke angemacht. Ich habe die Glocke sowas von an. Mein Handy geht immer wieder, obwohl ich ganz genau weiß, dass wir streamen. Sagt mein Handy mir, wir streamen. Das ist total klasse. Na gut. Schönen Abend noch und tschüss. Tschüss.